Abu Hamza, du wirst ja auch tagtäglich mit Beleidigung, Beschimpfung, ich weiß nicht, wie es bei dir auf der Straße aussieht, da wahrscheinlich etwas anders, weil im Internet Ernsthaft? sind die alle sehr frech, haben eine große Klappe, wie du weißt. Auch ich, Alhamdulillah, auf der Straße hat mich noch nie direkt jemand einer angemacht. Alhamdulillah. Also, Alhamdulillah, wir sind ja auch nicht Hänflinge, die Leute wissen, was Internet bedeutet und was Realität bedeutet. Und du bist ja auch eine Hast ihr deutsche Videos? Habt ihr Videos? Eiche. Die deutsche Eiche, Allahumma barik. Also, die Sache ist so, trotzdem, wen haben wir geschlagen? Wen haben wir auf eine Art und Weise so übel zugerichtet, dass die Leute sagen, schau mal, wie sie uns bekämpfen und wie sie uns beschimpfen und beleidigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wie Abdullah ibn al-Mubarak, radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala, sagte, er sagte, die Gelehrten, nicht, dass wir jetzt Gelehrte sind, aber die Gelehrten, sie sind wie eine Palme. Wenn man sie bewirft mit einem Stein, dann kommt eine Kokosnuss von oben herunter. Egal, was du machst mit dieser Palme, du wirst in letzter Konsequenz auch dadurch deine Frucht tragen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und deswegen, wir könnten anders. Abu Hamza war damals Profiboxer. Und schaut mal, Subhanallah, warum hat Abu Hamza das gelassen? Er hatte Geld, er hat vielleicht, ich weiß nicht, er kennt sein Leben besser als ich, aber er hatte Anerkennung und so weiter und so fort. Einmal darüber nachgedacht, warum lässt Abu Hamza so ein ruhmvolles Leben? Walhamdulillah Rabbil Alamin, wir könnten auch, ich persönlich könnte ganz andere Sachen machen, aber warum haben wir uns für die Dawah entschieden, liebe Geschwister? Weil uns das unser Leben versüßt. Walhamdulillah, wären nicht diese ganzen Aktionen, Abu Hamza, wäre unser Leben auch langweilig, aber bei uns gibt es immer Spannung. Alhamdulillah. Wie bist, also ich schlafe zum Beispiel, ich lege meinen Kopf aufs Kopfkissen abends und rechne damit, dass sie am nächsten Morgen kommen. So schlafe ich jeden Abend ein, Abu Hamza. Jeden Abend schlafe ich so ein. Alhamdulillah. Ich persönlich würde Ihnen den Wohnungsschlüssel geben, aber du weißt, wenn du eine Familie hast, dann sieht die Sache etwas anders aus. Und man will ja auch seine Familie schützen, vor allem Übel. Alhamdulillah, möge Allah unsere Familien schützen.